Ein herzliches Grüß Gott, hallo, wie geht's denn so? Mein Name ist Marco und ich begrüße euch heute zu einem neuen Interview hier auf wrestling-infos.de. Mit, ihr seht schon, einem ganz besonderen Gast, der in der deutschen Unterhaltungsbranche wohl keine Einleitung bedarf. Dennoch habe ich für euch und auch für dich, Sebastian, zusammen mit der Redaktion einen kleinen Lebenslauf geschrieben. Den würde ich dir mal kurz vorlesen und du kannst dann ergänzen oder ausbessern, falls sie etwas Falsches geschrieben haben. Toi, toi, toi. Ja. Mein Name ist Sebastian Puffpaff und die große Frage, die ich einst feststellte, ist warum? Doch erst einmal zurück auf Anfang. Geboren im Rhein-Sieg-Kreis sollte ich, der Nachfahre hanseatischer Schwarzpulverhändler, zum studierten Politik- und Rechtswissenschaftler und später zu einer Säule der deutschen Unterhaltungsbranche werden. Der Nachname? Ein schwerer Fall. Statt Spott zu ernten, ging es für mich mit dem Bundeskabarett in die Offensive. Doch hier war noch nicht Schicht. Und so eroberte ich die Bühnen. Ob zur Happy Hour, der Primetime oder im nächtlichen Schleudergang im Waschsalon. Ich spülte mich von Erfolg zu Erfolg. Ganz nebenbei setzte ich mich für die Umwelt ein. Ob als Antarktis-Botschafter für Greenpeace oder als Baumpate. Als ich TV Total übernahm, musste ich in große Fußstapfen treten und konnte sie mit persönlichem Charme ausfüllen. Im nächsten Schritt will ich mir nach dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis einen neuen Titel in mein Trophäenzimmer stellen. Und zwar die TV Total Promi Wrestling Championship. Geil! Geil! Wenn es das in chinesischen Schriftzeichen gibt, lasse ich mir das sofort auf den Nacken tätowieren. Sehr ist da cool. Genug Platz? Sehr schön. Nach dem Training bestimmt, ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber wird besser. Es wird von Tag zu Tag besser. Marco, das hast du sehr schön zusammengestellt. Da werde ich natürlich nicht mit dir diskutieren, wobei es gibt so viele Säulen in der Unterhaltung. Da bin ich eine von vielen. Ja, sehr schön. Das Kompliment gebe ich auf jeden Fall weiter an die Redaktion. Nun, bitte. Bevor wir zum großen Elefanten im Raum kommen. Du bist Antarktis-Botschafter für Greenpeace. Ja. Wie wird man denn Antarktis-Botschafter und was sind deine Aufgaben da? Naja, in erster Linie, meine Aufgabe ist es, mein Gesicht irgendwo hinzuhalten. Dann sagen die Leute, was hat der Puffpaff denn jetzt? Und dann sage ich, pass mal auf, es gibt ein großes Seegebiet an der Antarktis, vor der Antarktis, was es eigentlich lohnt zu schützen oder was man zu schützen hat. Und dann mache ich im Grunde genommen, lenke ich Aufmerksamkeit hin zu einem speziellen Interesse. Und ich hatte mit Greenpeace zusammengearbeitet und die haben dann irgendwann im Anbetracht meines Lebenslaufs und wie ich mich für die Natur interessiere, gesagt immer, das wäre doch was für dich. Und da habe ich gesagt, ja, absolut richtig, das ist doch was für mich. Und so sind wir da zusammengekommen. Sehr cool. Sehr cool. Daneben bist du ja Kabarettist, Showmaster, Moderator, Multitalent. Neuerdings dann auch Wrestler. In einem Interview hattest du mal gesagt, dass du nichts von Schubladendenken hältst und dich als Humorist bezeichnest. Genau. Natürlich viele Facetten. Welche macht dir davon am meisten Spaß? Kannst du das irgendwie ausgrenzen? Also alles, was dieses kleine Kind in dem dann doch von Tag zu Tag älter werdenden Körper mit einem Lächeln füttert. Also ich versuche alles das zu machen, was mich jung hält, also was mich innen drin einfach auch ja, sag ich mal, zum Lachen bringt. Das ist Vielseitigkeit und das muss sich jeder beibehalten. Also man muss einfach dieses Kind in sich jeden Tag mit dem füttern, worauf es Bock hat und halt weg von Verkehr, Steuern, Eigenheim, ja, nein, sollte ich das jetzt machen, muss ich das jetzt machen, sondern einfach mal in sich reinhören und fragen, worauf habe ich Bock und vielleicht ist es, ich gehe jetzt in den Wald eine Bude bauen oder vielleicht ist es dann halt auch eine Runde Wrestling. Da muss das jeder für sich entscheiden. Ich habe für mich entschieden, dass es diese unterschiedlichen, ja, dank meines Jobs ja dann Drehs und Hobbys sind, die mich jung halten und das macht mir sau viel Spaß. Sehr schön und vor allem facettenreich. Da bist du ja beim Wrestling mit Abwechslung genau richtig. Wie waren da deine Berührungspunkte? Bist du da schon länger Fan oder wie ist deine Verbindung zum Wrestling? Ja, also Fan definitiv. Also ich meine, mit meinen 48 Jahren bin ich ja in den goldenen Wrestling-Zeiten groß geworden. Also Hulk Hogan lässt grüßen und alle anderen damit. Also insofern ist es ein großes, großes Wiedersehen. Wir haben auch einige der Helden, die zitieren wir auch, also von damals, die erleben dann jetzt quasi ihr Comeback. Was ich halt also ich habe das schon früher immer total gerne geguckt. Ich habe auch mal eine Zeit lang in den USA gelebt und deshalb vielleicht auch einen anderen Zugang dazu, weil Wrestling hatte es am Anfang in Deutschland schwer, weil viele gesagt haben, das ist ja gar nicht echt. Aber wenn man halt einmal begriffen hat, was die Story dahinter ist,
dass wenn man sich halt von einem, sag ich mal, Rocky-Film begeistern kann, dann kann man sich genauso auch vom Wrestling begeistern, weil im Endeffekt sind die sich unendlich ähnlich. Und das ist halt das Geniale beim Wrestling, weil du bekommst den Film teilweise halt in unterschiedlichsten Facetten mit unterschiedlichen Protagonisten mehrfach an einem Abend präsentiert und kannst das Ganze, die Höhen und Tiefen, die kannst du noch mal mit durchleben. Und das finde ich halt total geil. Dazu kommt, und da muss ich aber auch echt zugeben, seitdem ich jetzt dafür trainiere, der Sport ist so viel vielseitiger, als die meisten glauben. Und es ist ein fucking Sport. Ich habe aber wirklich, ich habe schon sehr, sehr viel Sport gemacht. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe in keinem anderen Sport so viel Kollegialität, Rücksichtnahme, Herz, und ja, und Freundschaftlichkeit erlebt wie beim Wrestling. Weil das finde ich total geil. Im Endeffekt lebst du ja das aus, was so manchmal an Aggression in dir schlummert. Das aber mit anderen Gleichgesinnten stellst du als Show dar. Also du verletzt niemanden. Und das ist alles untereinander abgesprochen, also sehr zugewandt. Man muss miteinander reden, man muss zuhören, man muss sich auf den anderen verlassen, man muss vertrauen. Das ist so geil und das kenne ich in keinem anderen Sport. Und im Endeffekt, Wrestler stecken sehr viel mehr ein, als man glaubt. Also das ist viel, viel weniger als ich tue mal so, als schlage ich, sondern das ist Schlagen, aber auf eine professionelle Art und Weise, so dass du halt auch wieder aufstehen kannst. Und unter der Prämisse, dass sich beide darauf geeinigt haben, wie das abläuft. Und das finde ich halt total cool. Man könnte jetzt sagen, ey, was seid ihr für Sadomaso-Freaks? Aber im Endeffekt, nee, das sind Entertainer, die sich halt auf ein sehr stuntlastiges, körperintensives Genre eingelassen haben, die gerade aber wirklich in diesem Zusammenspiel, meiner Meinung nach, und ich habe sau viel gemacht, das sucht seinesgleichen. Das habe ich sonst nirgendwo kennengelernt. Also du wirst niedergeschlagen und das Erste, was dein Opponent macht, ob es der Böse oder der Gute ist, der hält dir die Hand hin und zieht dich hoch. Es gibt auch ein paar schwarze Schafe, die habe ich auch schon kennengelernt. Die gibt es aber in jedem Sport und die sieht der Sport auch nach und nach aus, weil die kommen nicht weit. Das klingt doch nach einer waschechten Liebeserklärung. Da habe ich, also das ist Total. hervorragend dargeboten und da kann ich auch wenig zu beitragen, außer wir hatten vor kurzem unseren ersten Merch-Stand auch bei der Ja. WXW, einer deutschen Promotion in Oberhausen und haben dann auch beobachtet in der Pause oder zwischendurch die Wrestler, die sind von ihren Ständen weggegangen. Es lag alles da, ne? Ja. Klasse, praktisch noch der Schlüssel zum Aufmachen, ne? Geil. Aber das hast du nirgendwo sonst, dass dort, Ja. egal, da geht keiner hin. Du Ja. kannst da 50.000 Euro auf den Tisch legen, die Ja. nimmt keiner. Und Ja, das habe ich geil. auch ich komme aus der Musikbranche, da habe ich das auch nie erlebt. Das finde Ey. ich wahnsinnig. Der Da drehst du Zusammenhalt dich ist um, die Kasse ist super. weg und das T-Shirt fehlt auch noch. Aber Ja, genau. naja, aber ich finde auch echt dieses Miteinander, ne? Weil das halt alles mit Absprache ist und Co. Das hat mich extrem fasziniert. Und natürlich, das Verletzungsrisiko ist auch krass. Ich habe mir bei meinem allerersten Training direkt erstmal eine Rippe gebrochen. Ist auch abgefahren. Hätte ich auch nicht gedacht, ne? Also ich wusste nicht, wie körperintensiv das ist und auch, ey, wie stark, ne? Also ich muss sagen, ich sehe daneben aus wie Pinocchio, also mit meinen Ärmchen und Co. Was die Kollegen da an einem Muskelpaket mit sich herumschleppen, einfach auch aus Schutz, das ist schon beeindruckend. Großartige Sportler, wirklich. Also alle, die ich kennengelernt habe, großartig. Und du hast ja angesprochen, der Rippenbruch. Ist das dann schon wieder verheilt oder fühlst du dich fit? Ich fühle mich fit. Das ist, ja, es ist halt einfach durch Seillaufen passiert. Viele unterschätzen auch das, ne? Man denkt halt, ja, komm, läufst du halt rein. Aber Leute, das sind Stahlseile auf Spannung, die dich so dermaßen katapultieren. Du bist im Grunde genommen wie in der Zwille und schießt dich gegenüber, nimmst immer mehr Speed auf. Und du musst halt auch an viel denken, Arme drüber, dass du nicht drunter wegrutschst, dieses Genick brichst oder sonst noch was. Das sind ja auch so Geschichten. Was kann ich machen? Ich kann mir das Genick brechen. Oh, sorry, okay. Und dann war ich halt nicht schnell genug in der Drehung und bin halt mit der Seite in das Seil gekommen. Und dann, also das heißt, die sind auch echt alle Profis, ne, die das professionell machen. Seit wie vielen Wochen oder wie lange trainierst du denn schon?
Na gut, mein allererstes Training war, wann war denn das? Im Juni, glaube ich, ne? Also dementsprechend, ja, sind das 6 Monate. Stark. Kannst du uns dann auch schon verraten, wer dein Partner sein wird? Ich weiß gar nicht, darf ich das verraten? Doch, das darf ich verraten. Und zwar Pascal Spalter. Der Spalter ist an meiner Seite ein super cooler Typ. Da habe ich echt auch genau den richtigen gefunden. Ja, und unsere Gegner werden natürlich Evil Jared sein und Tony wird auch noch am Start sein. Dementsprechend, das wird schon, das wird eine richtig, richtig geile Show. Okay, interessant. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Da hätte ich ja aus wrestlerischer Sicht mit den ganzen Storylines der GWF hätte ich ja vermutet, dass Jared mit seinem Blutsbrüderpartner Erkan Sulzani antritt. Nee, nee, da haben wir nochmal durchgemischt, aber es gibt auch noch so ein paar Überraschungen, die darf ich jetzt halt noch nicht verraten. Okay, es bleibt spannend. Aber jetzt mal Absolut. generell, wie kommt man denn auf die Idee, Promi-Wrestling zu veranstalten? Du, man ist ja immer auf der Suche nach, was kann man denn Unterhaltendes da draußen machen? Wir haben das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass es gerade so eine Art Wrestling-Aufschwung gibt. Also auf Netflix setzt sich ja nochmal damit drauf. Also, das heißt, dieses bunte Spiel scheint irgendwie in den Fokus zu rücken. Dazu glaube ich auch, ist das eine schöne Art der Unterhaltung und ein super geiler Katalysator für die Zuschauenden. Ne? Also dementsprechend haben wir dann irgendwann gesagt, was können wir machen? Promi-Boxen gab es schon mal. Was ist denn mit Promi-Wrestling? Wir können Stories erzählen, wir können Helden aufbauen, wir können Helden beim Absturz zusehen. Allein mit den Intros, mit der Musik, mit Licht, was man da alles machen kann, da steht eigentlich überall große Schuh dahinter. Und zwischendurch haben wir uns dann echt auch angeguckt und gefragt, sag mal, warum haben wir das denn bis jetzt noch nicht gemacht? Gut, klar, jetzt weiß ich, es ist einfach auch ein Verletzungsrisiko da. Das kann man aber durch entsprechendes Training ganz gut in den Griff kriegen. Jetzt müssen wir aber auch sagen, nur weil wir es geil finden, was sagen die Zuschauer dazu? Weil klar kriege ich auch bei mir über die Social Media von vielen, vielen Wrestling-Fans die Frage immer gestellt, sag mal, Alter, du verarschst das aber nicht. Ne? Und die sind schon picky nach dem Motto, piss uns hier jetzt nicht an an unseren Thron. Lass mal unser Castle jetzt hier in Ruhe. Und da kann ich aber, ohne es in irgendeiner Art und Weise verwässern oder irgendwie schönreden zu wollen, wir ehren den Sport und verarschen den in keinster Weise. Null. Im Gegenteil. Alle, die mit uns zusammengearbeitet haben, sagen, geil, endlich, endlich werden wir so ernst genommen und bekommen eine Show im deutschen Fernsehen, die der Das ist, ja, wie du schon sagtest, das war vor allem in Social Media war das große Aufruhr, beziehungsweise große Befürchtungen, aber alleine mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, was da aufgeboten wird. Wir hatten ja auch vor einigen Tagen ein Interview mit Ahmed Scheer, da hat er ja auch gesagt, es wird eine Show, die dem Vorbild von SmackDown oder Raw ähnlich sein wird und eben kein Lächerlichung. Nein. Verlächerlichung der ganzen Sache. Und Nee, das und ist das ist cool. halt auch geil an allen, die mitmachen. Die sind ehrgeizig. Also allen voran muss man wirklich sagen, René Caselli und Fabian Hambüchen, die kommen natürlich auch mit einer Körperlichkeit mit rein in den Sport. Das, ey, was die für Moves mitbringen. Ganz ehrlich, ey, SmackDown ziehe ich eher warm an, als dass wir versuchen müssen, da irgendwie mitzuhalten. Das ist großartig. Ey, das ist, ey, jeder kommt auf seine Kosten. Jeder, jeder. Schon mal eine Kampfansage. Moves hast du gesagt, Sebastian, und auch der Herr Caselli. Hast du deinen Lieblingsmove oder hast du dir schon einen Finishing-Move ausgedacht mit passendem Namen? Ich habe einen Finishing-Move, den ich natürlich jetzt noch nicht verraten kann. Dementsprechend, falls du dich wunderst, ich werde hier gerade die ganze Zeit angesprochen. Den kann ich jetzt natürlich, kann ich ja nicht verraten. Also, aber es kommt was. Es kommt auf jeden Fall ein schöner, geiler Twist. Und ich sag mal so, auch von den Dingen, die wir auch zusätzlich noch einsetzen werden, ist einiges dabei. Stichwort Feuerlöscher und Co. Es fliegen Dinge, es fallen Leute aus sehr hohen Höhen, aus den Seilen. Ja, also ich möchte nicht zu viel verraten, aber stellt euch was vor. Ich glaube, wir machen das. Einerseits, also ich finde das mega spannend, diese ganzen
Ja. Ideen und Konzepte, die du auch im Rahmen von TV Total mit großen Shows entwickelst. Und ich sehe es jetzt auch mit dem Funkeln in deinen Augen, wie du darüber sprichst, dass da sehr viel Feuer dabei ist. Aber gibt es auch so Ideen, wo du es da manchmal bereust, auch da mitmachen zu müssen am Ende? Ach so, du, sagen wir mal so, wenn mein Körper mir dann irgendwann Grenzen setzt, zum Beispiel, was geil ist, ist unser Ring. Also, und das hat auch Ahmed gesagt, den Ring, den wir gebaut haben, sagt er, das dürfte einer der besten Ringe in ganz Europa sein. Wir haben ein super Setup. Der Boden ist einer, den gab es so noch nicht. Also auch vom Sound, Feder und Co. sensationell. Da freue ich mich tierisch drauf. Aber sage ich jetzt mal, ein Seilsprung, wie ich ihn gerne gemacht hätte, den darf ich aus versicherungstechnischen Gründen nicht machen. Was wahrscheinlich aber auch ganz gut ist, weil ich neige dazu, mich zu übernehmen und hinterher ist es dann ja selber schuld, du Pfeife. Das kannst du ja auch gar nicht. Bereue ich es, in irgendeine Sache reinzustecken? Nee, also ich bin jemand, ich mag es ehrlich gesagt, über Grenzen hinwegzuschreiten, also Grenzerfahrungen zu machen. Also wenn jetzt da irgendwo Turmspringen, Bock-WM, Autofahren oder sonst was draufsteht, dann bin ich eigentlich gerne einer, der ganz vorne in der Reihe steht und sagt, ja, mache ich, darf ich, wann soll ich los? Ich finde das cool, weil das ist, weißt du, andere machen Gehirnjogging mit Sudoku und Kreuzworträtseln. Ich mache das, glaube ich, durch körperliche Erfahrungen. Also da bin ich auch ein Kickmensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag es auch, ich mag das, mag die Herausforderungen und auch dieses Gefühl der Angst, weil Angst ist in meinen Augen nicht etwas, was lähmt, sondern was extrem fokussiert. Und wenn man extrem fokussiert ist, kommst du in Gefilde, wo du normalerweise nicht hinkommst. Insofern ist für mich Angst ein positives Gefühl. Und für mich ist das gleichbedeutend mit Neugierde. Und Neugierde ist etwas, was wir uns alle beibehalten sollten. Genau, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ihr habt jetzt ein bisschen trainiert, aber hast du dann auch schon so einen Einblick in den normalen Alltag eines Profi-Wrestlers Ja. blicken können? Es Ja, ist. es tut mir leid. Ja, also ich weiß, also total geil. Das heißt, wenn du dann halt zu irgendeinem Kampf hinfährst, man denkt dann ja immer sehr schnell an diese großen US-Shows und es ist aber dann doch manchmal eher die kleine schrammelige Mehrzweckhalle mit einem Ring, bei dem du denkst, okay, warte mal, an dem Metalldraht werde ich mich wahrscheinlich verletzen und wenn dann nach einem Stuhl gefragt wird, den dir irgendeinen auf den Rücken knallen könntest, dann heißt es hinterher, ey, wir haben keinen Stuhl, aber du kannst gerne einen hier von den Zuschauerstühlen nehmen. Was halt vollkommen unpassende Stühle sind. Das sind noch nicht mal Klappstühle, sondern das ist Yep. einfach nur. Und naja, und dann sage ich jetzt mal, brauche ich dir ja nicht zu erzählen oder auch den Fans, von der Bezahlung her, also das geht ja wirklich bei, wenn du Glück hast, einer warmen Mahlzeit los und endet aber auch nicht im hohen dreistelligen Bereich. Ne? Also das heißt, jemand, der den Sport macht, ey, der macht den aus Leidenschaft. Das ist, also das kommt alles von hier und nicht, wenn man dann sagt, ich will den nächsten Bentley fahren und dann wohne ich hier nur noch in, weiß ich nicht, in einem Vorzeigequartier auf einer Großstadt. Was auf der einen Seite irgendwie cool ist, weil dadurch hast du besondere Menschen da. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, der Sport verdient viel mehr Respekt, als er im Moment erfährt. Ja, richtig. Es ist ja auch aktuell ein sehr großer Aufschwung da, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Ja. Obgleich dieses Hypes, den wir aktuell genießen, ist ja Wrestling immer noch ein Nischenprodukt. Wieso denkst du denn, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist für so eine Show zu der Primetime im deutschen Fernsehen? Ja, also es ist ein Experiment, ne? Und wir machen halt auch vielleicht manchmal Experimente, die zu früh sind oder sonst noch was. Aber Ahmed hat da eine ganz coole Geschichte erzählt und ich glaube, da war auch der Pascal Spalter war auch mit dabei. München ist eigentlich noch gar nicht so ein richtiges Wrestling-Pflaster. Da gibt es also zum Beispiel noch gar keine Arena oder jetzt sag ich mal, ich glaube, es gibt noch nicht mal einen Verein oder sowas. Ne? Es gibt Genau, keinen Club. gibt keine Promotion, Ne? genau. Null. So. Und die sind trotzdem dahin gefahren. Und ich glaube, das war eine Location, wo 300 Leute reinpassen. 300 Leute waren da. Die meisten davon, 80, 90%, keine Wrestling-Fans. Haben aber gesagt, ey, komm, wir lassen uns da mal drauf ein. Und nach 5 Minuten brannte die Hütte. Dermaßen krass. Und alle 300. Also, es waren vorher 90% keine Fans, aber es sind 100% Fans da rausgegangen, die alle gesagt haben, wann kommt ihr wieder? Wie geil ist das denn?
Und ich glaube, dieses Feuer anzuzünden, es gibt ja viele, die vergleichen das so ein bisschen mit Karneval. Es ist aber halt viel, viel mehr. A, brauchst du keinen Alkohol, um darauf abzugehen. Klar, es wird auch ein bisschen Party drumherum gemacht. Ist auch richtig so, muss auch sein. Aber ich finde halt die Story, die reißt halt mit, ne? Es ist auch die Einfachheit von Gut und Böse, die ja in irgendeiner Art und Weise miteinander rangeln und hinterher hast du deinen strahlenden Helden. Das tut auch mal ganz gut, ne? Und wenn der Böse mal gewinnt, weißt du aber auch, irgendwann kriegt er mal auf die Fresse. Und mal ganz ehrlich, ey, wir leben doch gerade in Zeiten, wo wir genau das denken. Fuck, warum gewinnt denn so häufig der Böse? Warum kriegt er nicht mal ein paar auf die Fresse? Und da sage ich, Leute, ja, vielleicht dauert es halt noch ein bisschen länger. Und wenn ihr die Zeit überbrücken wollt, geht zum Wrestling, dann kriegt der Böse schneller auf die Fresse. Ja, genau. Du hast ja gerade angesprochen, Faces und Heels, wie wir so schön sagen, oder auch Gimmicks. Hast du dir dann eine besondere Fassade für deinen In-Ring-Charakter überlegt oder wird's? Ja, darf ich aber auch noch nicht verraten. Also, weil das Darfst du sind, auch noch nicht verraten. Marco, ich würde es dir natürlich gerne erzählen, aber wir müssen natürlich auch mit ein paar Sachen hinterm Berg noch halten, weil das wird, ja, aber jeder Entrance von uns ist so gestaltet, jeder Charakter ist so gestaltet, dass eigentlich alle anderen sagen, fuck, ich wäre der gerne. Aber das geht reihum. Und das ist cool. Weißt du, also es ist wirklich positiver Neid, aber jeder eigene Charakter ist halt auch geil. Also, aber insofern, das ist so, oh Scheiße, hätte ich auch gerne. Auch die Vorstellungsclips, die wir schon gedreht haben, ey, wir haben uns so hochgepusht, weil da ist halt ein Caselli, der hat einen zweifachen Salto aus dem Ring rausgemacht. Ich sage jetzt mal in ein Möbelstück rein, wo wir alle gesagt haben, fuck, okay, wenn das die Benchmark ist, müssen wir das toppen. Und da sind wir gut dabei. Ja, das also da machst du uns ja alle richtig heiß drauf. Es wird geil. Also es wird definitiv geil. Ich kann auch versprechen, es wird keine von diesen Mammutveranstaltungen, die 8 Stunden dauert bis 5 Uhr morgens, sondern wir erzählen Wrestling so, wie Wrestling erzählt wird. Ja, also wir versuchen es auch nicht in die Länge zu ziehen. Es wird zwischendurch Werbung geben, aber ey, wenn das ein Sport verstehen kann, dann das Wrestling, weil wir brauchen halt einfach die Kohle, um die Show, die wir da auf die Beine stellen, auch dementsprechend zu finanzieren. Also es gibt Werbepausen, aber ey, da sage ich mal, fürs Bierchen auch ganz gut, kann man zwischendurch mal pinkeln gehen. Und du hast uns ja jetzt schon viele Insider-Infos verraten, aber wie kann man sich das vorstellen? Inwieweit bist du denn in so eine solche Show involviert? Bist du da mit hinter den Kulissen als Producer tätig oder machst du nur Moderator oder wie auch immer? Ja, also ich werde den Abend auch mit moderieren, das auf jeden Fall. Also das heißt, ich werde eine Doppelrolle haben, aber da ist zum Beispiel auch Ahmed, der Supervisor-Stunt-Koordinator ist, der ist also ein Riesenfundament für das Ganze, muss man einfach sagen. Das finanzielle Risiko liegt bei Brainpool, einfach eine geile Produktionsfirma, die wirklich dieses Risiko auch eingeht. Und das finde ich auch geil, dass man zeigt, ey, lineares Fernsehen ist nicht tot. Wir produzieren auch endgeilen Scheiß, den wir halt hinterher dann anderweitig irgendwie noch vermarkten oder dann anderweitig auch noch zeigen werden. Also es ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten. Und was uns auch wichtig war, ist, dass wir alle Protagonisten, also die Profis, wie auch dann uns Newcomer, sage ich jetzt mal, also und Rookies, dass wir die auch alle mit einbeziehen. Also das heißt, jeder konnte auch seine persönliche Note damit reinbringen. Und das ist alles im Gespräch miteinander entstanden. Also die Kämpfe sind alle in einer extrem coolen, ja, teamigen Atmosphäre entstanden und da arbeiten alle freiwillig extrem viel dran. Also ganz ehrlich, wenn ich hier nicht im 4. Stock säße, sondern nur im 1., würdet ihr wahrscheinlich die Schläge hören, die unten dann im Studio gerade stattfinden, weil Hambüchen schon wieder trainiert. Der ist heiß, sag ich dir, der ist so heiß. Wir sind alle heiß, aber der ist wirklich der, wenn einer fragt, trainiert gerade einer, weiß, ja, entweder ist es Caselli oder Hambüchen, das ist so geil. Ja, krass. Da legt er auf jeden Fall auch ein Fundament für eine mögliche jährliche Veranstaltung. Absolut. Gut, das Einzige, wir versuchen, das ist natürlich schon, ey, die Messlatte hängt hoch. Ja, der Druck, der von der Gemeinde kommt, muss man auch sagen, der ist hoch. Also all ihr Wrestle-Fans da draußen, echt, wir wissen Bescheid. Wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen wirklich so umzusetzen, dass alle sagen, Alter, das müssen wir nächstes Jahr wieder machen.
Und wenn das Umfeld mit allem drumherum mitgeht, dann kann ich versprechen, machen wir es auf jeden Fall wieder, nur dann noch größer. Weil das werden wir auf jeden Fall machen. Also das Ding werden wir immer weiter ausbauen, wenn es denn gefragt ist. Apropos noch größer, wie wäre es denn zum Beispiel bei der nächsten Ausgabe mit einem Politiker als Gegner? Hättest du da vielleicht einen Wunschgegner? Ey, findest du mal geil? Ich würde sofort mit Markus Söder wresteln, weil ich glaube, das hätte einen Oh, riesig hohen super. Unterhaltungswert. Was wir alle gerne sehen würden, wäre aber natürlich, glaube ich, unser Kanzler gegen Christian Lindner. Damit würden wir auf jeden Fall die Benchmark, also da kann doch, das würde jeden Kampf, Jahrhundertkampf, den es schon mal gab, sage ich mal, glaube ich, für die deutschen Verhältnisse sprengen. Weiß ich nicht, da sind meine Connections beschränkt. Christian Lindner hat, seitdem ich ihn bei der Hochzeit auf Sylt gestört habe, irgendwie aus seinem Telefonbuch gestrichen. Und der Kanzler hat sich auch schon lange nicht mehr bei mir gemeldet. Ich glaube, Marco, da muss ich auf deine Connections zurückkommen, wenn wir das wirklich wirklich Realität werden lassen wollen. Das kriegen wir hin, das kriegen Ja, wir hin. geil, Ich habe ja. da auch noch ein paar Asse im Ärmel. Ja, also, dann mache ich Second Fight, ist dann auf jeden Fall, sag ich mal, Söder und ich. Und was wir als Ersten nehmen, mal gucken. Nehmen wir wieder die Caselli und Hambüchens, die es da draußen gibt. Super. So, dann bedanke ich mich schon mal vorab ganz, ganz herzlich für deine Zeit und auch für das super sympathische Interview. Ja, Als gerne. wie es bei uns so Gebrauch ist, hast du als unser Gast, die letzten Worte. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest an die Wrestling-Fans, an alle da draußen, die das sehen werden? Alles klar. Ja, also ich verspreche hiermit, dass die Veranstaltung, die wir ins Leben gerufen haben und die am 4. Januar stattfinden wird, nämlich das Promi Wrestling auf ProSieben um 20:15 Uhr, dem Sport alle Ehre tun wird und wir Respekt vor jedem haben, der da mitmacht. Und wenn ich mir eine Sache jetzt zu Weihnachten wünschen dürfte, ist, dass das Ding so geil ankommt, dass wir es auf jeden Fall im nächsten Jahr dann wieder machen werden. Das wäre mein Wunschzettel. Super, vielen Dank, dann viel Erfolg und eine schöne Weihnachtszeit. Ja, geil, das gleiche dir auch, Marco.